Dann gehen wir auf auf die Grundfunktion Druck ein wenig aus, was da dahinter steckt, also was wir da alles drin verstecken. Klar, der klassische Druck, physikalisch auf den Drucker, Etikettendrucker ausgeben. Wir latschen dorthin, holen das alles ab, machen Löcher rein, tackern das und tun es dann abheften zum Beispiel. Na, der klassische Druck. So ist der Listenlabel auch groß geworden. Die zweite Variante ist eben diese Druckvorschau. Ich habe es vorhin auch schon kurz angeteasert. Da habe ich halt eben die Möglichkeit, interaktive Funktionalitäten noch zusätzlich anzuwenden. Und zwar nicht nur von mir selber als Entwickler, sondern auch der Endanwender sieht ja dann die Vorschau und kann dann eben im Bericht entsprechend die bereitgestellten Funktionen, interaktiven Funktionen nutzen. Und das sei jetzt erwähnt, zum Beispiel eben einmal diese Formularelemente, ein Buttonklick, ein Eingabefeld, eine Checkbox, eine Combo-Box zum Beispiel. Das ist Teil der interaktiven Funktion. Man kann aber auch in Tabellen zum Beispiel Sortierungen ändern. Man kann Drilldown-Berichte ausführen, das heißt eben weiter in die Daten rein navigieren, eben über einen Buttonklick kann man umsetzen. Man kann auch sogenannte Berichtsparameter steuern, das heißt, die Filterung der Daten kann der Anwender in dem Bericht selber forcieren. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Kundenliste habe, die jetzt alle Kunden aus dem 7.000, aus dem 70.000er Postleitzahlengebiet einfach anzeigt und mich interessieren jetzt aber nur die aus Konstanz, 78462, kann man auf diese Tabelle technisch im Designer einen Filter anwenden, einen sogenannten Berichtsparameter, diese Tabelle darauf filtern und der Anwender sieht initiell zum Beispiel jetzt immer alle aus dem 70.000er Postleitzahlenbereich, entscheidet sich aber bei der Betrachtung des Berichts, ohne in den Designer gehen zu müssen, ich will jetzt aber nur 78462 sehen. Und dann wird es eben zur Laufzeit in der Vorschau direkt gefiltert und kann selber entscheiden, welche Daten für ihn jetzt relevant sind. Das heißt, der Bericht muss jetzt nicht mehr so abgespeichert werden. Der Bericht zeigt jetzt nur die 70.000, der andere sagt jetzt nur den Bericht 78462 Postleitzahlenbereich. Also er hätte dann zwei Berichte. Nein, ich kann es eben steuern über diese Parameter und direkte Anwender. Das macht es einfach extrem flexibel. A, für den Programmierer, der muss nicht jedes Detailfutzele selber in dem Bericht berücksichtigen. Und lässt die Individualisierung über den Endanwender zu, was er in dem Bericht überhaupt sehen will. Das ist eine sehr mächtige Funktion vor allem. Am Rande noch erwähnt, eben der Präsentationsmodus. Das ist das Gleiche, was wir jetzt hier im PowerPoint quasi sehen. Das heißt, Listenlabel kann den Bericht auch tatsächlich Fullscreen direkt auf den Monitor werfen. Ist vielleicht interessant, wenn man eine Auswertung oder ein Dashboard gebastelt hat mit List und Label, dass man das vielleicht in einem Manager-Meeting zum Beispiel direkt so an die Wand werfen kann, ohne dass man dann jetzt erst das in ein anderes Format bringen muss, sondern man kann den Bericht direkt live im Fullscreen-Modus ausführen. Genau, das sind diese Grundfunktionalitäten im Bereich Druck, die List und Label bietet.